Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Weil das Format so erfolgreich war und euch das so gefallen hat, haben wir natürlich gesagt, wir behalten das gerne bei und deswegen gibt es jetzt heute den zweiten Teil meines Rate My Physik-Formates. Ich habe wieder zahlreiche Einsendungen von euch bekommen und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Es sind wieder ganz unterschiedliche Körper mit den unterschiedlichsten Zielen. Je mehr Feedback-Informationen ihr mir dazu geschrieben habt, desto tiefer kann ich natürlich auch auf das Ganze eingehen. Und ich habe gesagt, schauen wir uns jetzt einfach mal meine Einsendungen an. Meine erste Einsendung, da sage ich jetzt einmal den Namen nicht dazu, weil der hat, glaube ich, absichtlich den Kopf abgeschnitten. Und da habe ich jetzt leider keine Background-Informationen dazu, sondern hat man nur die Fotos geschickt mit der Bitte um Kritik dazu. Und wir haben da eine Doppelbizeps-Pose von hinten und von vorne. Und das erste, das mir ins Auge sticht, ist eine extrem schmale Taille, was fürs Bodybuilding sicherlich definitiv zum Vorteil ist. Ja. Also der X-Frame ist auf jeden Fall gegeben, vor allem auch die Oberschenkel sind richtig schön voluminös und ausladend. Aber das Einzige, was mir auffällt, ist, es wirkt irgendwie so, als wäre jetzt da vor allem von hinten die linke Körperpartie oder die linke Oberkörperhälfte besser entwickelt als die rechte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Posing-Fehler ist oder ob das der Kamerawinkel ist. Es schaut auf jeden Fall so aus, als wäre die linke Schulter, der linke Oberarm und auch der linke Lat irgendwie wesentlich besser entwickelt als die rechte Seite. Ansonsten muss man sagen, auch Rücken von vorne, sehr, sehr schöne Sanduhrform. Bizeps ist gut ausentwickelt. Was definitiv eine Schwäche ist, ist der Trizeps. Ansonsten kann man anhand dieser Fotos eigentlich nicht wirklich mehr erkennen. Die Brust sieht man nicht wirklich. Also wir haben keine seitliche Pose dabei. Auch den Beinbizeps kann man nicht wirklich erkennen. Nur von der Rückansicht. Die Waden sind vielleicht ein bisschen schwach, was der Arnold sagen würde. Ja. Also das, wenn der Arnold die Physik raten würde, dann würde die definitiv für deine Waden kritisieren. Aber ansonsten, ich habe leider nicht viel Background-Informationen dazu, aber definitiv gute Muskulatur vorhanden. Ich würde vielleicht wirklich mal einen Physiotherapeuten oder Chiropraktiker aufsuchen, weil es schaut für mich wirklich so aus, als wäre vor allem der linke Lat irgendwie besser ausgeprägt als die rechte. Aus die rechte Seite. Also das Schulterblatt schaut ein bisschen asymmetrisch hier aus. Lass es vielleicht mal abchecken, aber ansonsten Muskulatur gut, Form okay, ja, jetzt nicht gut, eher fast grenzwertig, ja, aber für die Weihnachtsfeiertage ist das definitiv ganz, ganz in Ordnung und kann man so lassen. Also ja, definitiv weiter so. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was die Ziele sind, ob weiter Aufbau oder Diät. Aber vor allem die Grundstruktur ist eine sehr, sehr gute für den Sport. Von Silhouette, X-Frame, ausladende Oberschenkel, schmale Taille. Also das schaut schon sehr, sehr gut aus. Okay, beim nächsten, der hat mir definitiv im letzten Durchgang schon mal seine Fotos geschickt. Mal danke für deine Hartnäckigkeit, dass du mir es jetzt nochmal geschickt hast, weil du im letzten Mal nicht dabei warst und die Nachricht irgendwie dann in der Fülle von Nachrichten untergegangen ist. Also herzliches Dankeschön, dass du mir das nochmal geschickt hast. Das letzte Mal war ein bisschen ein ausführlicherer Text dabei. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass du mir gesagt hast, natural zu sein. Und ich schaue mir jetzt die Fotos an. Es ist jetzt vielleicht nicht so der beste Winkel, weil es ein bisschen so von schräg vorne fotografiert ist und nicht von frontal. Das, was mir aber definitiv auffällt, ist, dass der Arm richtig gut entwickelt ist. Vor allem Arm, Schulterpartie, auch die Brust relativ gut. Oberschenkel eher auf der dünneren Seite, sagen wir jetzt mal so. Also die Beine sind sicherlich keine Stärke. Der Quadrizeps ist von der Form her sehr schön. Beinbizeps, da fehlt auf jeden Fall noch was. Da ist definitiv so ein bisschen so ein Loch noch vorhanden. Und was fällt mir noch auf? Rücken scheint sehr gut zu sein. Also der Latzbrett von hinten schaut wirklich gut aus, aber generell sehr, sehr oberkörperdominant. Also der Oberkörper ist schon so richtig so,
so Bodybuilding mit Armen, Schultern, Brust, Rücken, alles schön entwickelt. Beine hinken ein bisschen hinten nach. Ja, und die Mittelpartie ist definitiv nicht die schmalste. Und auch der KFA ist schon relativ grenzwertig, würde ich jetzt mal sagen, um weiter aufzubauen. Aber ansonsten ein solides Paket an Muskulatur. Vor allem, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, den Arm hätte ich gern. Der Arm ist schon richtig geil, eine Schulterpartie echt gut und kann man definitiv dran arbeiten. Aber ich würde jetzt vom Gefühl her echt mal sagen, mich würde interessieren, wie das Ganze ausschaut, wenn die Butter mal weg ist. Ja? Also das heißt, was dann letzten Endes überbleibt und wie das Ganze relativ fettfrei ausschaut. Da war ich echt gespannt drauf, weil die muskuläre Grundlage ist eine sehr gute und da kann man definitiv was draus machen, auch wenn die Mittelpartie jetzt sicherlich nicht die schmalste ist. Meine nächste Zusendung ist 18 Jahre alt, 1,85 groß, 90 Kilogramm schwer und trainiert knapp 3 Jahre. Wobei man halt echt dazu sagen muss, von den 3 Jahren Training waren 2 Jahre Corona, was das Ganze wahrscheinlich doch erheblich erschwert hat. Und ja, was ich auf jeden Fall sehe, ist, KFA ist sehr gut, ja. Also das heißt, Körperfettanteil ist sehr niedrig. Grundsätzlich, wenn du nach 3 Jahren Training so ausschaust, hast du definitiv eine gute Veranlagung für den Sport. Was man halt leider überhaupt nicht sieht, sind die Beine. Deswegen kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel zur Physik sagen, ja. Weil wenn ich die Hälfte des Körpers nicht sehe, kann man halt nicht viel über die Gesamtsymmetrie sagen. Die Mittelpartie ist sicher nicht die schmalste. Ich glaube, die Arme sind definitiv auch ein bisschen eine Schwäche. Der Rücken schaut sehr gut aus, auch Brust ist gut. Definitiv für 3 Jahre Training ist das eine super solide Basis. Aber leider sehe ich auf den Fotos halt einfach nicht mehr, um das dementsprechend näher beurteilen zu können, wie das Potenzial ist. Auf jeden Fall, die Form ist sehr gut, lässt auf jeden Fall noch einen weiteren soliden Aufbau zu. Also da brauchst du keine Gedanken machen. Also mit der Form würde ich auf jeden Fall noch versuchen, weiter Muskulatur aufzubauen und stärker zu werden. Von dem, was ich sehe, würde ich auf jeden Fall mehr an den Armen noch arbeiten, auch ein bisschen obere Brust. Ja. Rücken schaut sehr gut aus. Auch die Schulter schaut solide aus. Ja, leider sieht man halt die Beine nicht. Das heißt, Potenzial abzuschätzen ist anhand von den Bildern sehr, sehr schwierig. Und da möchte ich gleich dazu sagen, für so Rate My Physik Videos, wenn ich wirklich objektiv euren Körper beurteilen soll, ja, war es für mich wichtig, immer den Körper als so Ganzes zu sehen und nicht immer nur so kleine Ausschnitte. Und am besten wäre fast eine Doppelbizepspose von vorne und von hinten, weil ich da am besten Symmetrie und Schwächen in der Muskulatur beurteilen kann. Ja. Und vielleicht noch eine Pose von der Seite, irgendeine Side-Chest. Und bitte tat euch nichts an, wenn ihr nicht posen könnt, ja, vollkommen egal, da geht es mir jetzt grundsätzlich nur darum, um die Struktur erkennen zu können. Ja. Also bitte nach Möglichkeit keine Ausschnitte eures Körpers, ja, sondern vielleicht immer Bilder, wo man den Körper einfach aus so Ganzes sieht. Okay, die nächste ist die Natascha. Auch hier nochmal großes Dankeschön. Du hast mir nochmal deine Fotos und den Chatverlauf vom letzten Mal geschickt, weil du das letzte Mal nicht dabei warst. Also heute wird deine Hartnäckigkeit belohnt. Vielen Dank, dass du das Ganze nochmal geschickt hast. Hier haben wir zum ersten Mal, glaube ich, eine Wettkampfathletin dabei. Sie ist Herbst 2021 beim DBFV in der Figurklasse gestartet, hat keinen Coach, weil sie sich nicht eindeutig in einer Klasse sieht und ja, trainiert erstmal für sich und macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Die Ernährung und Training sind relativ intuitiv gehalten, seit August mit Fokus auf schweren Grundübungen und weniger Isolationsübungen. So, jetzt schauen wir uns mal die Fotos an. Also grundsätzlich muss man sagen, sieht man die muskuläre Basis, ist auf jeden Fall sehr gut, schöne ausladende Oberschenkel. Aber vor allem
für Frauen in der Figurklasse. Also für meinen Anspruch, und ich weiß, das ist dein erster Wettkampf, aber jetzt für meinen Anspruch ist diese Form für die Figurklasse, also nicht die Form, die Konditionierung, der Fettgehalt für die Figurklasse noch nicht gut genug und du brauchst definitiv für diese Klasse eine bessere Silhouette. Das heißt, die Oberschenkel sind eh schön ausladend, das passt gut, aber du brauchst definitiv noch ausladendere Schultern, weil du hast von Haus aus ein eher schmaleres, gedrungenes Schlüsselbein, was es dir halt zusätzlich ein bisschen erschwert, diesen X-Frame zu erzeugen. Es fehlt definitiv von vorne im Lineup der Latissimus wieder, um diesen X-Frame zu erzeugen. Und du hast auch nicht die schmalste Taille für die Klasse. Figurklasse ist einfach diese Silhouette, dieser X-Frame von vorne, einfach ganz, ganz wichtig, weil du halt eben in der Figurklasse, ich weiß jetzt nicht, wie es beim DBV ist, aber in der NPC ist es halt so, du hast halt in der Figurklasse nicht diese Pflichtposen wie Doppelbizeps und seitlicher Trizeps und so weiter, sondern du hast eigentlich nur die Line-Up-Posen und die Vierteldrehungen. Da kommt einfach die Linie noch viel mehr zum Tragen. Das heißt, du musst definitiv versuchen, deine Mittelpartie schlanker zu bekommen. Du brauchst aber definitiv auch noch mehr Fleisch auf den Schultern und vor allem im Rücken. Und grundsätzlich bin ich Fan von Grundübungen. Du musst aber halt echt auch in dieser Klasse dann aufpassen, dass diese schweren Grundübungen, die sind zwar großartig, um Muskulatur aufzubauen, ja, du musst aber halt echt aufpassen, ob sie in dieser Klasse nicht zulasten deiner Taille und deiner Mittelpartie gehen. Das Side-Line-Up schaut sehr gut aus, von da, wo es fotografiert ist. Ja. Ansonsten Arme, Muskulatur schaut eigentlich alles top aus. Ja. Du musst aber definitiv schauen, fürs nächste Mal, wenn du auf die Bühne gehst, dass du deine muskulären Schwächen klassenspezifisch verbesserst und eine bessere Konditionierung auf die Bühne bringst. Und da würde ich dir vielleicht wirklich raten, wenn du das Ganze professioneller betreiben möchtest, eventuell einen Coach an deine Seite zu ziehen, der sich halt wirklich im Speziellen mit dem auskennt. Ja? Das heißt, mein Tipp wäre, du musst auf jeden Fall an deinen Schultern arbeiten, vor allem seitlicher hinterer Delt, ja, um dir oben so diesen dreidimensionalen Look zu geben. Du musst an deinem Latissimus arbeiten, du musst schauen, deine Mittelpartie ein bisschen schlanker zu bekommen, du musst schauen, den Unterkörper gewebetechnisch besser hinzubekommen und generell den KFA zu verbessern. Und ich weiß, das sind jetzt sehr, sehr viele Baustellen, die ich da aufgedeckt habe. Aber mir ist es immer wichtig, ehrliches Feedback zu geben. Ja? Und wenn sich jetzt ein Athlet auf die Bühne stellt oder stellen möchte, dann ist mir immer wichtig, nicht alles durch die rosa-rote Brille zu sagen, ja? Sondern wirklich hart zu sagen, wie es ist. Denn es gibt nichts Schlechteres, wenn jemand sagt, ah nein, es ist alles super, alles perfekt, du reißt dort alles ab und gehst dann auf die Bühne und wirst dann enttäuscht. Ja. Also Grundbasis ist in Ordnung, ist gut, du kannst definitiv Wettkämpfe machen, du hast aber fürs nächste Mal, wenn du dich verbessern möchtest, wirklich einige Baustellen, an denen du arbeiten kannst, wo du sehr, sehr viel Potenzial zur Verbesserung hast. Das ist ja grundsätzlich jetzt eigentlich gar nichts Schlechtes, ja. Wenn ich weiß, okay, über ein paar Sachen, an denen ich relativ einfach arbeiten kann und das kannst du relativ gut in kurzer Zeit auch ausbessern und hinbekommen, wenn du einen konkreten Plan hast und eine Struktur, wie du das Ganze in Angriff nehmen möchtest. Die nächste ist die Monja, hat mir auch nochmal ihre Bilder geschickt und die Monja ist 1,64 groß und wiegt im Schnitt 53 Kilogramm. Ziel ist es, 2024 erstmals in einer NPC-Bikini-Klasse an den Start zu gehen. Von 2017 bis 2021 hat sie an Powerlifting-Wettkämpfen teilgenommen in
der bis 52 und bis 57 Kilogramm Gewichtsklasse. Ihre Bestleistungen sind 120,5 Kilogramm in der Kniebeuge, 65 Kilogramm auf der Bank und 160 Kilogramm Kreuzheben, was für das Körpergewicht für ein Mädel richtig beeindruckend ist. Und ich finde dann nämlich interessant, wenn ich mir zu diesen Leistungen dann die Bilder anschaue, wie schön weiblich grazil und eigentlich doch zierlich die Monja ist, die Rückenentwicklung, ja, dass da schwer trainiert wurde. Also das sieht man einfach, ja. Also die Doppelbizepspose schaut schon richtig geil aus. Da finde ich es fast schade von der Rückendichte her für die Bikini-Klasse, ja. Aber ansonsten ist der Körper doch eher zierlich beschaffen. Und es passt schon sehr, sehr gut für die Bikini-Klasse. Was du für Bikini auf jeden Fall mehr brauchst, sind vielleicht ein bisschen mehr Schultern. Das Posing ist schon sehr, sehr gut. Auch generell so Gewebstruktur, KFA und so, das gefällt mir schon alles extrem gut. Also da muss gar nicht viel Gewicht runter oder Fett runter für diese Klasse. Wie gesagt, ein bisschen mehr Schultern für die Gesamtsymmetrie, vielleicht noch bisschen mehr Hintern, ja, aber ansonsten echt schwer beeindruckend. Und ich finde diese Transition von Powerlifting gerade in die Bikini-Klasse schwer beeindruckend, weil die Bikini-Klasse doch sehr grazil, sehr weiblich, sehr zierlich ist und Powerlifting eigentlich genau das Gegenteil davon widerspiegelt. Aber gerade so diese Transformation beeindruckt mich echt, finde ich großartig, wird auf jeden Fall erfolgreich auf der Bühne sein, weil die Grundveranlagung auch, was jetzt bei den Mädels sehr, sehr wichtig ist, die Gewebstruktur anbelangt, finde ich großartig. Also Basis auf jeden Fall da, also schaut super aus und bin ich definitiv überzeugt, dass das erfolgreich wird. Man sieht jetzt auch schon Posing, wird schon fleißig geübt, auch schon in den passenden Schuhen und das eigentlich 2 Jahre vor dem geplanten Bühnenauftritt. Also das ist eigentlich die Professionalität, die ich mir wünsche, erhoffe, vorstelle. Also das wird sicher super. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt. Danke fürs Einsenden der Bilder und ich freue mich schon, die auf der Bühne zu sehen. Wir haben jetzt gerade beschlossen, wir machen jetzt einen Cut, ja, weil sonst einfach zu umfangreich für ein Video wäre. Das heißt, wir beenden jetzt den zweiten Teil des Rate My Physique Formates. Wenn euch das Ganze gefällt, ihr irgendeinen Input habt oder sonstiges, Wünsche, Vorschläge, haut uns bitte unten in die Kommentare. Lasst uns gerne respektvoll über alles diskutieren und ihr wisst es, ihr kennt diese Videoformate natürlich unterstützen und supporten. By the way, unser ESN-Shop ist jetzt auch wieder online und wir waren sehr bemüht, die ganzen Kinderkrankheiten in den Griff zu bekommen und im Jahr 2023 auch die Kundenfreundlichkeit dementsprechend zu verbessern und da auch Marktführer zu werden. Also, wenn Sie mich gerne unterstützen und supporten möchtet, können Sie das gerne tun mit eurem Einkauf auf esn.com und natürlich dem Code BOX, weil diese Videoprojekte sind nur mit eurer Unterstützung möglich. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.